Hey Leute, was geht? Will Tyson Fitness hier. Und in diesem Video reden wir über die Griffweite bei den Kniebeugen. Und zwar fragen mich immer wieder Leute, ja Tyson, wie weit greifst du? Macht es einen Unterschied? Macht es keinen Unterschied? Und es gibt so grob drei Arten, wie man greifen kann. Einmal sehr breit, einmal, sagen wir, normal und einmal sehr eng. Ich gehe jetzt mal darüber, was der Unterschied ist und was es vielleicht für Effekte hat, Vorteile hat, wie auch immer. Wenn ihr sehr breit greift, ist es bei den meisten so, dass sie hier oben weniger Spannung haben, ja? Weil einfach zu viel Platz ist. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Stange liegt ja hier oben auf. Je enger ihr greift, desto mehr müssen hier die Muskeln quasi kontrahieren oder desto mehr werden die Muskeln, Fleisch, Gewebe, was auch immer ihr da habt, zusammengedrückt. Ja? Seid ihr sehr eng, habt ihr da sehr viel Gewebe. Die Stange fühlt sich natürlich leichter an, weil sie nicht so auf den Knochen liegt und so weiter. Wenn ihr weiter greift, haben viele das Problem, dass sie dort keine Spannung halten können. Das heißt, die einzigen, die ihr richtig weit greifen seht, das sind meistens Elite-Powerlifter, wie zum Beispiel Stan Efferding. Der hat einen sehr breiten Griff. Ihr müsst euch aber vorstellen, der hat so einen riesen Nacken, der hat so einen riesen Nacken, so eine riesen Schulter. Vielleicht kommt er gar nicht enger. Und wenn er trotzdem enger kommen würde, ist ihm das Breite vielleicht angenehmer. Aber er hat so viel Muskulatur und Stabilität darin, er kann so breit greifen. Er braucht diesen engen Griff gar nicht. Ja? Das heißt, da am besten die Technik nicht abgucken. Oder zum Beispiel bei Equipped Liftern mit einem Monosuit oder so, wenn die da ihre Squats machen, die haben einfach eine ganz andere Stabilität, allein durch das Equipment, was sie benutzen. Dann haben wir jetzt zwei Griffarten, die für Raw-Lifter eigentlich ganz gut sind. Einmal den normalen, einmal vielleicht einen sehr eng. Vorteil beim sehr eng oder Vorteil und Nachteil beim sehr eng. Für Anfänger natürlich sehr gut geeignet, sehr eng. Ja? Ihr geht runter, high bar, habt oben mehr Spannung, als wenn ihr jetzt weiter greift. Ja? Das ist natürlich für die Anfänger angenehmer. Das Problem, was ihr allerdings habt, ihr braucht natürlich, um eng zu greifen, eine sehr hohe Schultermobilität. Was bei vielen dann halt passiert, die ist nicht vorhanden. Das Gewicht liegt nicht im Nacken oder in der hinteren Schulter, sondern im Handgelenk. Sprich, Belastung ist im Handgelenk, im Ellenbogengelenk und auf der Schulter, statt einfach nur auf der oberen Schulter. Das ist ein großes Problem. Das heißt, wenn ihr eng greifen wollt für die Spannung, braucht ihr die Mobilität. Wenn ihr die nicht habt, macht ihr euch gegebenenfalls einfach nur was kaputt. Das heißt, enger greifen, gefühlstechnisch eine höhere Spannung. Ein Nachteil ist aber auch, wenn ihr sehr eng greift, versucht mal euren Latt richtig anzuspannen, wenn ihr sehr eng greift. Es geht nicht, ihr könnt nicht nach da ziehen. Und im letzten Video, in dem Setup-Video, habe ich ja gesagt, ihr sollt den Latt anspannen, das heißt die Stange in euch reinziehen. Ja? Und das geht eben beim engen Griff nicht, deswegen bin ich auch dazu übergegangen, einen mittelweiten Griff zu machen. Und ihr geht runter, klar, ihr habt erstmal weniger Spannung, ja? Das heißt, der Rücken ist nicht so eng, aber wenn ihr dann dazu übergeht, hier das Setup macht, ja, Bauch anspannen, Beine nach außen, Hüfte nach außen rotieren und dann die Stange reinziehen, ja, runtergehen, zack, so. Und dann habt ihr natürlich den Übergang und diese Spannung, die euch erstmal gefehlt hat, hergestellt, indem ihr einfach den Latt anspannt und die Stange quasi über euch verbiegt. Und dann habt ihr auch kein Problem mehr mit den Handgelenken, weil wenn ihr die Stange ja zieht, dann kann die Stange nicht ans Handgelenk drücken, sondern ihr zieht sie herunter. Keine Probleme in der Schulter, im Ellenbogengelenk und im Handgelenk. Und ihr habt auch noch eine schöne Spannung aufgebaut. Das heißt, es gibt jetzt zwei Griffarten für Rawlifter. Das Enge würde ich an sich nicht empfehlen. Klar, am Anfang fühlt es sich besser an, weil ihr enger seid, weil ihr vielleicht nicht den Latt anspannt. Aber mit dem Wissen, dass ihr den Latt anspannen könnt, könnt ihr natürlich den mittleren Griff nehmen und dann den Latt anspannen und dann habt ihr die Stabilität. Und ihr habt einfach nicht das Risiko, dass ihr euch die Handgelenk kaputt macht, das Ellenbogengelenk kaputt macht. Und ja, es geht einfach, es ist einfach eine bessere, es passt auch besser zu dieser Rumpfstabilisation. Weil ihr könnt wirklich so reinziehen. Bei dem anderen seid ihr hier oben mehr so und unten sollt ihr anspannen, dann steht ihr da so. Ja, das ist ungünstig. Bei dem ganzen Ding könnt ihr eine Einheit bilden nach unten. Auch wieder hier das Beispiel, blödes Beispiel. Von oben fällt was hoch, wie stellt ihr euch hin? Stellt ihr euch so hin, komm, zerbrech mich. Oder stellt ihr euch hin und sagt, zack, ich bin stabil. So. Müsst ihr mal ausprobieren. Stellt euch einfach vor, es kommt was, ein Auto fährt auf euch zu oder irgendwas. Die natürliche Haltung ist wirklich so. Ihr spannt den Latt an, ihr zieht hier an, ihr spannt hier an und genau so squatten wir auch. Weil das ist die stärkste natürliche Haltung, die ihr einnehmen könnt und deswegen ist es auch total unnatürlich, so zu squatten und total unstabil. Ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.